Jo Leute, willkommen zum neuen Video von MioTrick.com, euer Shop für Nischenideen. Heute befinde ich mich hier auf unserer Beispielseite oberfriesen.info, die wir gemeinsam aufbauen werden auf den YouTube-Kanal. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Zubehör anzeigen lasst und weitere Produkte. Das Ganze funktioniert natürlich mit den Einstellungen vom Affiliate-Theme.io. Als allererstes müssen wir uns natürlich ins Backend von den Produkten begeben. Entweder wir rufen Produkt auf und drücken dann hier Produkt editieren oder wir gehen hier links in der Seite auf Produkte und drücken dann hier auf Bearbeiten. Ich habe das Ganze bei dem Produkt hier über Produkt editieren gemacht und bin jetzt hier in der Ansicht gelangt. Hier haben wir im letzten Video die Produkteigenschaften hinzugefügt. Ich habe die jetzt ein bisschen ausgearbeitet und hier noch so einen Haken hinzugefügt. Das funktioniert einfach mit dem Shortcode, genauso wie wir das hier oben gemacht haben. Einfach hier oben dann den Code reinhauen, den wo wir hier reingehaut haben, und das Ganze funktioniert dann. Wenn ihr dazu noch ein Video haben wollt, wie man da so Häkchen reinmacht oder auch andere Zeichen, dann schreibt einen Kommentar, dann zeige ich euch das natürlich auch noch. Heute geht es aber hier um ähnliche Produkte und Zubehör. Wie die beiden Icons, hier die Menüpunkte schon sagen, kann man das hier hinzufügen. Bei ähnlichen Produkten fügen wir Produkte hinzu, die natürlich in die Kategorie passen. Entweder wir suchen hier links an der Seite ein Produkt raus, aber dass wir hier alles wirklich finden, wo hier hinzugehört und sowas, ist ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir hier rechts an der Seite die Taxonomien, die wir selber angelegt haben. Bei Hersteller natürlich alle Hersteller, und hier wähle ich jetzt einfach mal Bosch aus, weil es hier eine Oberfräse von Bosch ist. Und dann muss ich hier einfach nur draufdrücken und kann die anderen beiden Produkte von Bosch hinzufügen. Jetzt schaue ich noch, ob es hier irgendwas anderes gibt, weil ich glaube, es gibt schon... Ah, hier, Oberfräse Bosch, okay, Professional von Bosch, die füge ich natürlich auch hinzu, weil das ist ja ein ähnliches Produkt. Und da müsst ihr halt aufpassen, wenn die Kategorie jetzt Bosch Professional ist, dann müsst ihr die natürlich auch da hinzufügen, weil es ja ein passendes Produkt ist. Deswegen könnt ihr da ein bisschen rumschauen, ob da nicht noch andere Sachen mit drin sind und nicht nur in der genau gleichen Kategorie schauen. Außerdem können wir hier dann auch noch auswählen, ob da andere Sachen, zum Beispiel nach Watt und so, also die Taxonomien, die wir hier selber angelegt haben, können wir hier dann da filtern. Oder halt links an der Seite was raussuchen. Wenn wir jetzt hier aktualisieren drücken, dann tut sich hier noch nichts, weil wir müssen jetzt erst noch das Zubehör aktivieren. Ich kann es jetzt mal ausprobieren, ich drücke nochmal F5, aber es wird nichts angezeigt. Wir müssen nämlich hier links an der Seite unter Option Produkte noch drauf drücken. Und jetzt haben wir hier gleich die Option unter, Single, haben wir hier die Option ähnliche Produkte und Zubehör. Und jetzt mache ich das Ganze mal auf Aktivieren. Und hier kann ich dann auswählen, wie das Ganze ausschauen soll. Ich mache mal keinen Filter. Wie viele Produkte sollen maximal angezeigt werden? Ich mache hier einfach mal 10. Und hier können wir auch auswählen, ob das in einer Liste angezeigt werden soll. Oder mit einem Grid oder einem Grid mit Hover-Effekt. Eine Liste, da wird es untereinander angezeigt. Das bedeutet, dass auch die ganzen Taxonomie mit angezeigt werden und Produkteigenschaften. Und bei Grid ist es so, dass ihr, ich zeige es euch am besten mal, bei Grid ist es dann so, dass das wie hier Sidebar angezeigt wird. Und bei Grid mit Hover-Effekt, wenn man dann drauf geht, dann werden da auch noch andere Sachen angezeigt. Ich probiere das Ganze mal aus und zeige euch gleich, wie das aussieht. Jetzt haben wir ähnliche Produkte und jetzt werden die untereinander angezeigt. Mit unseren Eigenschaften, die wir hier hinzugefügt haben, da ist ja noch die Platzhalter drin, aber das werde ich dann natürlich auch noch ausfüllen. Und jetzt haben wir hier halt die Einstellungen, wie das angezeigt werden soll. Zum Beispiel bei Grid, das zeige ich euch. Dann wird das so angezeigt. Aber was ich am sinnvollsten finde, wäre zum Beispiel Grid mit Hover-Effekt. Weil da hat man wirklich mit den wenigsten Platz am meisten, wo man anzeigen lassen kann. Und da findet man auch ziemlich viele Produkte dann auf einmal. Und jetzt sollten wir natürlich noch die Buttons deaktivieren, dass die hier nicht drin angezeigt werden und einmal außen. Das Ganze können wir hier machen unter Optionen Produkte. Und dann die Buttons können wir hier einstellen. Buttons im Overlay, und dann aktivieren wir das. Update. Laden die Seite neu. Und jetzt werden die Buttons hier ausgeblendet, also die äußeren Buttons. Da gibt es natürlich noch mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Schaut die euch einfach an. Das ist relativ leicht zu verstehen. Wir machen jetzt weiter unter unseren Einstellungen hier. Und zwar kann man hier natürlich noch Sortierungen reinmachen nach Datum und so. Und eine Reihenfolge, nach was das sortiert werden soll. Bei mir passt das jetzt alles so. Ich stelle hier noch die Sidebar ein, dass die Sidebar auf 9 Drittel ist.
Und ja, hier kann man natürlich noch die Position einstellen. Außerdem mache ich jetzt das Zubehör an. Und das Zubehör werde ich jetzt auch in den Grid mit Hover-Effekt auflisten lassen. Bei den Produkten hier, weil da relativ viele Eigenschaften da sind, würde sich es auch als sinnvoll erweisen, wenn man vielleicht eine Liste macht, weil man dann gleich die ganzen Eigenschaften im Überblick hat. Ich lasse das jetzt erstmal so, drücke auf Update und jetzt müssen wir es natürlich noch hinzufügen. Wenn ich hier drauf drücke, dann tut sich hier noch nichts, weil wir haben das noch nicht hinzugefügt. Ich gehe jetzt hier runter unter Zubehör und füge das Zubehör hinzu. Entweder ihr habt hier auch eine Taxonomie angelegt mit Zubehör, in dem Fall haben wir das noch nicht gemacht. Aber ich erkenne hier das Zubehör eh. Da steht nämlich nicht Oberfräse davor. Und ja, tue das einfach alles rein. Das ist das ganze Zubehör. Und jetzt gehe ich auf Aktualisieren. Lade die Seite neu. Braucht noch einen kurzen Moment. So, und jetzt wird das Zubehör auch angezeigt. Und ja, so wird das Ganze auch dargestellt. Ist eigentlich relativ gut, so in Ordnung, passt eigentlich alles. Und ja, vor allem mit den Amazon Warenkorb-Plugin, das werde ich euch in einem anderen Video vorstellen, kann man dann wirklich sich eine Oberfräse aussuchen und einen Warenkorb hinzufügen, dann noch ein paar Zubehörprodukte, vielleicht noch irgendwelche Koffer und sowas zum Aufbewahren, Verlängerungskabel, und dann kann man sich mit den Zubehörsachen richtig coole, ja, Sachen zusammenstellen, wo man dann einfach einen ganzen Warenkorb hat und das einkaufen kann. Die letzte Einstellung, wo ich euch noch zeigen will, wären die Tabs. Wir haben hier unten so Tabs, Zubehör, ähnliche Produkte und Erfahrungsberichte und die Beschreibung. Wenn wir das Ganze nicht anzeigen lassen wollen, dann ist es natürlich auch sinnlos, ähnliche Produkte und Zubehör hier auszuwählen und anzeigen zu lassen, weil das Ganze kann man natürlich auch deaktivieren. Unter Tabs, Ansicht deaktivieren, drücke ich auf Update, lade die Seite neu. Und das Ganze ist natürlich weg. Jetzt steht hier Beschreibung, Erfahrung darunter und die ähnlichen Produkte hier. Und dann sind die nicht als Tab-Ansicht, sondern wenn man runterscrollt, werden hier untereinander angezeigt. Hat vielleicht auch für manche Sachen Sinn, vor allem wenn dann hier eine Beschreibung drin ist und ein Erfahrungsbericht und so, dann kann man das hier natürlich auch anders darstellen. Und ja, Kommentare sollte man deaktivieren, da habe ich in einem anderen Video auch gezeigt, wie das funktioniert. Kann ich jetzt hier auch nochmal kurz zeigen. Die Oberfräse suche ich schnell raus. Dann drücken wir hier drauf, bearbeiten, übernehmen und dann können wir hier den Kommentarstatus auf nicht erlauben setzen, laden das Ganze neu und jetzt wird das hier natürlich auch nicht mehr mit angezeigt. Und ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Bei Fragen jeglicher Art könnt ihr die natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann, ciao.